Herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. 3. Ich verstehe zwar nicht, warum hier keine Titelmusik läuft, aber okay. Das Spiel kam am 29.08.1991 für den NES raus und hat sich 17,26 Millionen Mal verkauft. Ist damit das zweitmeistverkaufteste NES-Spiel und das meistverkaufteste NES-Spiel, was nie der Konsole beilag. Heraus kam es allerdings auch für den SNES in der OSDS-Version, für den Game Boy Advance in Super Mario Advance 4 und für die Virtual Console für Wii, Wii U, 3DS und natürlich auch für den NES Mini und für die Nintendo Switch. Okay, man hört aber was. Ah, okay, jetzt. Ich weiß zwar nicht, warum ich da jetzt keine Titelmusik hatte, aber ihr seht, wir haben eine Overworld. Das hatten wir in Super Mario Bros. 1 und 2 noch nie. Also wir können jetzt hier mit Level 1 starten. So, warum ich Super Mario Bros. 3 nie wirklich gespielt habe, liegt tatsächlich einfach nur daran, dass, ja, dass ich keine Lust hatte, die sammelbaren Gegenstände zu sammeln. Ich besitze dieses Spiel tatsächlich dreimal. Und wie ihr gerade gesehen habt, wir können Panzer nehmen. Das ist was richtig Großartiges für dieses Spiel. Denn das ging hier erstmalig. Genauso wie wir hier erstmalig den Tanuki sehen. Den gab es davor einfach noch nicht. Super Mario Bros. 3 ist nämlich eine der Spiele, die dafür gesorgt haben, dass die Mario-Spiele heute so sind, wie sie sind. Hallo, ich habe schon längst abgebremst. Aber ich wollte auch eigentlich das Leben haben, wenn ich ehrlich bin. Naja. Aha, ein P-Switch. Den gibt's ja auch neu. Also ja. Jetzt schon mal. Okay. Ich muss mich wirklich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Ja, wie besitze ich das Spiel? Dreimal. Einmal für den NES Mini, für die Nintendo Switch natürlich. Und ich habe es mir auch für den 3DS gekauft. Also, ja. Das war jetzt schon der erste Level. Ich kann gar nicht so schnell erklären. Wir können jetzt auch schon mal in den zweiten gehen. Was sind denn die sammelbaren Gegenstände in dem Spiel, könnte man sich fragen. Es gibt drei Flöten, soweit ich weiß. Vielleicht auch mehr. Ich werde euch diese tatsächlich alle zeigen, auch wenn ich das erst eigentlich gar nicht machen wollte. Nee, 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 nee. Ja, Super Mario Bros. 3 legendär sollte auch eigentlich jeder gespielt haben. Deswegen eigentlich eine Schande dafür, dass ich es nicht gespielt habe. Und deswegen spielen wir es hier auch zuerst auf dem NES. Ich kann nicht genug Anlauf nehmen, wie ich sehe. Egal, hier geht's rein. Und das wollte ich ausprobieren. Münzen. Sind die immer noch so wertvoll in dem Spiel? So wie in Super Mario Bros. 1? Auch im ersten Part müssten wir, glaube ich, sogar sofort zwei Flöten sammeln können. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir bis dorthin kommen, aber wenn wir das schaffen, dann ja. Und natürlich, wie kann es anders sein? Ich muss was zur Musik sagen. Sie ist einfach verdammt gut. Müsste auch, glaube ich, in 3D-Land geremixt worden sein. Und am Ende rennt man immer hier rein und ja, kann sich so eine Card collecten. Was sie jetzt genau bringen, weiß ich nicht mehr. Okay, ich könnte jetzt auch schon einfach hier runter. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir spielen alles nach der Reihe. Hey, ich hab mich doch gedreht. Hier sind auch die Boomerang Bros, glaube ich, erstmalig dabei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie vielleicht schon mal in Lost Levels dabei waren. Deswegen, glaube ich, okay? So, und auch hier hat man schon Koopa-Rätsel eingebaut. Und für Münzen, oder? Nö, an sich für nichts. Okay. Wartet mal, hier war irgendwas drin, oder? Denn es gibt in Super Mario Bros. 3 gerne mal Blöcke, gegen die man einfach dagegen rennen kann.
Ja, so einer hier. Und ich meine, das Spiel wurde später noch mega asozial. Ich hab's ja immer mal relativ weit gespielt, aber ich hab's halt nie durchgespielt. Also, es heißt, ist jetzt nicht so, dass ich's nie gespielt habe. Wir müssen den Level auch zweimal übrigens spielen. Für die Flöte. Und das war's schon wieder. Ne. Okay, ich wusste nicht, dass die Level so schnell gehen. Aber okay. Ja, nochmal. Hä? Kann man Level nicht wiederholen? Okay. Das finde ich nicht gut. Muss ich leider so sagen. Das tut mir leid. Weil ich wollte euch eigentlich die Level immer zweimal zeigen. So, hier nach unten, also hier den Stick nach unten drücken und ich glaube dabei B. Was? Okay, ich wusste nicht, dass sie mich trotzdem treffen können. Dann könnt ihr hier hinterlaufen. Und Toad hat hier eine Kiste für euch parat. Tut mir leid, dass ich euch das jetzt erst zeige. Ich wusste es halt selber nicht, okay? Ich dachte, ich kann jedes Level auch normal beenden. Nein, geht leider nicht. So, das war also die Flöte. Und hier das hier das kleine Spielchen. Pick a box. Its contents will help you on your way. Natürlich, Toad. Ich nehme die hier. Aha, ein Superpilz. Also wie ihr seht, wir haben ja auch schon ein Item im Item-Inventar, was wir ja auch aus heutigen Mario-Spielen immer mal wieder kennen. Ist das dein Ernst? Sofort Scrolling? Was? Und die fallen runter? Junge, okay, das ist krass. Damit hätte ich nicht gerechnet sofort. Ne. Hier war was drinne. Nein? Irgendwo war was drinne, safe. Ich erinnere mich da an was. Vielleicht... Okay, ich muss mich wirklich noch an die Steuerung ein bisschen mehr gewöhnen. Okay, das funktioniert. Keine Ahnung, wo der versteckte Tanuki war. Aber ich bin mir zu 100%ig sicher, es gab einen. Aber eigentlich müsste ich vom 2D Jump'n'Run her hier besser sein als in Super Mario Bros. 2. Einfach weil ich ja mit der Steuerung schon so viel besser klarkomme. Klar, ich muss mich immer noch, ja, reinfinden, aber es läuft halt jetzt schon viel besser. Warum ist da ein Boomerang Bro? Nee, da ist nichts. In dem nächsten Level gibt's gleich wieder eine Flöte. Ich muss aber noch nachgucken, für was man die einsetzen muss. Weil ich weiß das nicht. Aber was ist das hier eigentlich? Oh nein! Das kennt man auch aus Super Mario Maker 2. Dieses Line-Up-Spiel. Ich gucke dieses Mal hin. Scheiße, war das knapp. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie man das macht. Was ist denn das da eigentlich für eine Schlüsseltür? Was bringt mir die denn? Auf jeden Fall hier das erste Castle. Fortress. Nee, was genau ist das hier denn? Nö, das akzeptiere ich nicht. Naja, passt. Also den Superpilz möchte ich schon haben. Wir brauchen hier nämlich einen Tanuki, ne? Er ist ja sau asozial. Ich habe ja keine Lust, das ganze Spiel nochmal neu zu spielen. Also, wenn es keinen gibt, wäre das okay, gut. Das wäre sonst wirklich mächtiger Betrug. So, dann einfach da hochfliegen. Bis er über die Wand drüber kommt. Dann könnt ihr drüber laufen. Hä? Dachte ich zumindest. Irgendwas blockiert meinen Weg. Ich sehe nicht was. Ja, wo kennt man denn die Tanuki noch so her? Natürlich aus Super... Hä? Ja, hier ist die zweite Flöte. Aus Super Mario... 3D-Land, da hatte, glaube ich, sein Comeback. Und hier, ein Overworld-Boss, den man auch heutzutage kennt.
Ach, das Spiel hat so viele Grundzüge, was man heutzutage kennt. Das liebe ich an dem Spiel. Also wir haben dem Spiel wirklich einiges zu verdanken. Das kann man ja nicht abstreiten, egal ob man es mag oder nicht. Ich finde Super Mario World, also der Nachfolger von Super Mario Bros. 3, hat das da noch ein bisschen perfektioniert. Aber das ist nur meine Meinung. Das heißt nicht, dass ich das hier schlecht finde. Hä, das war's? Also bei manchen Leveln frage ich mich. Wie viele Welten gibt es überhaupt? Warte, das ist Level 6. Okay. Aber auch hier habe ich das Problem, wie teils in... Ja, wie soll ich sagen? Ich finde, der Tanuki wird einfach zu sehr gespammt. Wie in New Super Mario Bros. Wii, tut mir leid, der Propellerpilz ein bisschen zu sehr gespammt wird, hatte ich das Gefühl. Nur beim Zugucken. Ich habe es noch nicht selbst gespielt. Wenn ich selbst gespielt habe, gebe ich dann noch meine richtige Meinung zu ab. Das war nur meine Meinung beim Zugucken. Aber hier fällt es mir halt nochmal extremst auf, dass der sehr, sehr häufig vorkommt. Also in fast jedem Level. Sowas wie Feuerblume ist doch auch cool. Pick a box, its contents will help you on your way. Nehmen wir mal die. Eine Feuerblume, seht ihr? Ja, Stern ist eigentlich richtig kacke. Ja, hier ist direkt ein Schluss. Was? Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Oh nein. Stimmt. In Super Mario Bros. 3 haben wir auch die Luftschiffe dazu bekommen. Die man leider in Super Mario World dann wieder entfernt hat, warum auch immer. Ich fand, die waren eigentlich gar keine so schlechte Idee. Klar, zählen sie für mich zu einer der verhasstesten Level. Also ich mag's gar nicht. Aber... Okay, das will ich aber nicht machen, tut mir leid. Also, wenn ich was nicht machen werde, dann dem scheiß Vieh hinterherjagen. Sorry. Sonst hätte ich mich jetzt tatsächlich mal sterben lassen. Gebe ich ja gerne zu. Ich meine, habe ich ja auch verdient. Ja, ich hasse die Luftschiffe einerseits, aber es ist auch eine Liebe. Weil sie gehören halt dazu, ne? In so vielen Mario-Spielen sind sie einfach dabei. Super Mario 3D Land, 3D World, New Super Mario Bros. U. Sie sind heutzutage einfach nicht mehr wegzudenken. Und wisst ihr, auf wen wir hier treffen? Auf den allerersten Koopaling. Denn die sind hier auch neu. Bekannt heutzutage in Super Mario, New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. Wii und auch, was macht er denn jetzt? Was ist was? New Super Mario Bros. U. Mario Kart 8. Sie sind so oft heutzutage verwendet und das ist einfach krass. Da ich aber leider Gottes keine Ahnung habe, wo die nächsten Flöten sind, muss ich hier leider einen Cut machen, weil ich keine Ahnung habe. Nicht, dass ich was überspringe. Ihr habt ja gesehen, man muss dann das ganze Spiel einfach neu spielen. Greetings. If you see any ghosts, be careful. They will give chase if you turn away. I have enclosed a jewel that helps protect you. Princess Toadstool. Sie hat uns jetzt nur einen Rat zu den Boohoos gegeben, die ja hier neu waren. Die zweite Welt ist gleich mal eine Wüstenwelt, wie ihr seht, und ich weiß halt immer noch nicht, was das hier bedeutet. Wir spielen jetzt einfach mal den ersten Level. Ich habe die Flöte nachgesehen, die kommt auch schon in dieser Welt, sobald ich das jetzt gesehen habe. Außer es gibt zwei Wüstenwelten, aber ich glaube das jetzt einfach mal nicht.
komm, was ist das denn für nervig kalt? Naja. Auf jeden Fall solltet ihr euch nicht mit denen anlegen. Hey, die werden ja mega gespammt. Also, einfach gesagt, mit dem nicht anlegen. Und hier ist der Superstern. Der hat sie natürlich auch wieder reingeschafft. Ach, Röhren. Sehr schön. Ich gehe lieber oben lang. Ja, war auch richtig. Aha. Da ist safe ein springender Block. Ja, okay. Bis hierher kenne ich übrigens auch noch alles. Was hat mir das jetzt gebracht? Münzen mehr nicht? Hey. Nee, nur Münzen. Okay. Ist auch ganz nett. Ach so, ich muss noch scharf stellen. Tut mir leid. Was ist das? Flip over. Was ist das denn? Ach, dieses Memory. Wie oft darf ich denn? Hä? Geh mal hier mal noch rein. Ach schon, ach ja. Ach komm, mach einfach. Ja, schade. Aber was soll's. Aber ich muss echt sagen, das mit der Overworld war eine der besten Ideen, die Nintendo hatte. Oha, oha, och Mann. Finde ich schon mal so was. Was? Ich möchte nichts nehmen. Aber komm, das war auch sau... Nö, das akzeptiere ich diesmal nicht, weil das war lächerlich. Ich wusste ja nicht mal, dass sie so schnell rutschen können. Oh mein Gott. Ja, und jetzt? Kann Mario hier schwimmen? Oh Gott, was ist das denn bitte für ein Schwimmen? Es müsste aber auch ein Power-Up hier in dem Spiel geben, was das Schwimmen deutlich verbessert. Müsste in dem Spiel gewesen sein. Kennt man heutzutage auch aus Super Mario Maker 2? Also, jetzt werdet ihr safe wissen, was ich meine. Ja. Gut, das Ende hier sieht immer ein bisschen, ja, nicht so schön aus, aber ihr wisst, dass es mir leid tut. Kommt das Fortress noch? Oh Gott. Oh Gott! Ist Knochen trocken hier nicht? Ah ne, Knochentrocken gab es schon länger, oder? Da verwechsel ich da jetzt was. Da sind Buhus. Das allererste Mal. Also doch, man merkt schon. Dieses Spiel, was, wie schnell sind die? Hatte wirklich viel für die Mario-Historie beigetragen. Ich würde sogar sagen, das war das wichtigste Spiel dafür. Dass es heutzutage, ja, wirklich diesen Erfolg hatte. Ja komm, das ist lächerlich. Und ich glaube auch nicht, dass das so weit hergeholt ist. Die Türen sehen übrigens aus wie die von Super Mario Bros. 2. Und Super Mario World dann eher so semi, ne? Oh, Morten. Müsste Morten sein, oder? Sieht zumindest so aus. Ne, Bum Bum. Bum Bum. Safe ist das Bum Bum. Was ist das? Was ist das? Aha. Ich will nur gucken, wo mich die Röhre hinbringt, ne? Ja gut, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Weil man sieht ja die Röhre auch auf der Overworld. Von daher, alles gut. Pick a box. Its contents will help you on your way. Die Mitte hatten wir noch nicht. Gut. Und ich würde sagen, wir setzen auch jetzt mal kurz einen Superpilz ein.
Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich schon mal für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Super Mario Bros. 3. Ich bedanke mich, dass ihr hier dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann.